Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. In dieser Folge möchte ich euch zwei Helfer für die Jagd vorstellen, die ich ja jetzt schon sehr schätzen gelernt habe. Und zwar ist das einmal von der Firma Alpenoptics das Apex Thermal 35, ein Wärmebildhandgerät. Und das zweite, was ich euch vorstellen möchte, ist das Apex XP 10x42 LRF. Und wie ich die Dinger im jagdlichen Einsatz bereits genutzt habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Also bleibt dran, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Okay, wir starten einmal mit diesem Wärmebildhandgerät. Also das Wärmebildhandgerät ist, ja, wie der Name schon sagt, ein Wärmebildgerät, was ich mit der Hand benutzen kann. Ist also kein Vorsatzgerät. Und wobei hilft mir das Gerät? Also wir haben es eingesetzt zum Wildtiermonitoring bei uns im Revier. Also neben der Hasenzählung haben wir hier mit Rehwild gezählt und einfach auch mal in der Dämmerung geschaut, was sonst noch so unterwegs ist. Und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich kann auf sehr weite Entfernungen, also über 1000 Meter mit diesem Gerät, Wild auf jeden Fall detektieren und also im Bereich von 150, 200 Meter das Wild auch teilweise ansprechen. Beziehungsweise kann auch dann sehr gut unterscheiden, auch auf größere Entfernung, ob es sich eben um einen Hasen, um Rehwild oder eine andere Tierart handelt. Was kann man zu diesem Gerät hier sagen? Es ist ein kompaktes Handgerät, was sehr gut in der Hand liegt. Also ihr seht das so von der anatomischen Form hier, kann man damit sehr gut arbeiten. Es liegt super in der Hand. Ich habe hier eine etwas abgesetzte Position der Knöpfe, sodass ich auch in absoluter Dunkelheit, wenn ich mich einmal so ein bisschen eingegroovt habe, wie man so schön sagt, den Einschalter, die Kamerafunktion, auch die Zoom-Funktion gut nutzen kann. Die Menüführung, auch da braucht man eine gewisse Zeit, um dort reinzukommen, ist aber grundsätzlich sehr einfach. Und ich kann das ganze Gerät mit einer App nutzen und kann dann auch Aufnahmen direkt auch teilen und weiterleiten bzw. mir auch in einer vergrößerten Form angucken. Aber dazu gibt es demnächst nochmal hier auf dem Kanal ein separates Video. Von den technischen Daten, da schaut ihr einfach mal auf die Homepage von Alpenoptics. Da will ich euch jetzt nicht mit langweilen. Ein Detail habe ich noch vergessen, was mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das hier. Ich habe hier unten so einen kleinen Bajonettverschluss oder so einen kleinen Schnellverschluss. Ich habe dort einen Akku und im Lieferumfang, und das finde ich sehr sympathisch, sind zwei Akkus enthalten, die ich also geladen mit mir führen kann und auch mit wenigen Handgriffen austauschen kann. Und noch ein wichtiges Detail, was mir auch sehr positiv ausgefallen ist, ist diese weiche Augenmuschel, sodass ich auch bei Tageslicht wunderbar das Gerät nutzen kann, weil die Augenmuschel wirklich mein Auge lichtdicht abschließt, sodass ich also wirklich keinen Störlichteinfall habe und das Gerät auch bei Tag gut funktioniert. Von der Größe her verschwindet das einfach hier in die Hosentasche und dann kann ich damit im Revier unterwegs sein, Wild detektieren, ansprechen und es bei der Jagd nutzen. Ist also ein sehr kompaktes Gerät. Kommen wir mal zum zweiten Helfer, der mich bei der Bockjagd im Mai begleitet hat. Das ist das Apex XP 10x42 LRF, also ein Fernglas mit einem Laserentfernungsmesser. Auch hier könnt ihr euch gleich unten bei dem Link die technischen Daten genauer anschauen. Also das Erste, was wir wissen, wir haben ein 42er Objektivdurchmesser und eine 10-fache Vergrößerung. Damit ist das Glas grundsätzlich erstmal sehr gut zum Ansprechen geeignet. Also mit der Grundvergrößerung, mit der 10-fachen Grundvergrößerung kann ich hiermit wirklich auch sehr gut ansprechen und kann auf mittlere bis kürzere Distanz auch Details erkennen. Also das insofern schon mal ein praktisches Glas zum Beobachten im Revier. Das zweite ist der Entfernungsmesser, der wirklich sehr präzise funktioniert. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wofür braucht man ein Entfernungsmesser? Im heimischen Revier eigentlich nicht, weil man die Entfernung natürlich gut einschätzen kann. Man kennt seine Ansitze, man weiß, wie weit ist jetzt sozusagen mein Rehbock oder mein Stück Rehwild oder wie auch immer entfernt. Aber natürlich, wenn ich irgendwo anders bei der Jagd bin, ist das ein sehr, sehr nützlicher Helfer. Oder wenn ich beispielsweise auch sportlich als Sportschütze unterwegs bin oder auch mal weiterschießen möchte, dann hilft mir dieser Entfernungsmesser natürlich. Was kann man noch dazu sagen? Die Abbildungsleistung. Also für mich persönlich hat das
Bild dieses Fernglas, also das Bild dieses Fernglas sehr scharf, sehr präzise, und das ist wirklich ein sehr brauchbares Glas für den jagdlichen Einsatz, und das funktioniert wirklich richtig gut. Auch die Einstellmöglichkeiten bzw. die Scharfstellung, das funktioniert hier sehr gut, der Dioptrienausgleich, und es ist auch für Brillenträger geeignet. Insgesamt ein sehr schönes Glas. Die Einstellung für die für den Laserentfernungsmesser ist, finde ich, sehr präzise. Diese gummierten Knöpfe hier funktionieren sehr gut. Und ich habe es auch probiert mit den bekannten gängigen Entfernungen des Entfernungsmessers. Der Entfernungsmesser funktioniert zu 100% präzise und sehr genau. Ja, das war es eigentlich schon zu dem Glas. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare rein. Im Lieferumfang hierbei enthalten ist auch eine Tasche, eine Schutztasche. Aber wie gesagt, im jagdlichen Einsatz bin ich halt eher mit diesem Gerät solo unterwegs, weil eine Tasche mich persönlich stört. Aber das kann natürlich jeder für sich entscheiden. Kommen wir vielleicht mal noch zu einer Sache, die mir auch sehr gut gefällt. Das ist hier dieser Schnellverschluss. Und ich habe mir jetzt eigentlich angewöhnt, wenn ich im Revier unterwegs bin, dass ich beide Geräte hier um den Hals trage, und das ist vom Gewicht her auch sehr angenehm, weil beide Geräte in Kombination auch nicht so schwer sind. Und wenn ich das Ganze wieder rausnehmen möchte, dann mache ich einfach diesen Schnellverschluss hier auf, kann mein Gerät wieder in der Tasche verschwinden lassen, mein Wärmebildgerät, wenn ich es nicht brauche, den Schnellverschluss wieder schließen und bin perfekt im Revier unterwegs. Und was ich jetzt mit diesen beiden Geräten erlebt habe, und das war für mich persönlich auch eine Premiere, das seht ihr in den folgenden Bildern. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Thank you.
sowas von spannend. Der Bock liegt im Knall. Hat einen super Treffer. Und da hinten kommt ein Schmalreh. Offenbar wurden diese beiden Stücke durch den Schuss auf die Läufe gebracht. Sie haben im tiefen Gras gelegen. Ihr habt das in der Szene vielleicht kurz sehen können. Und ja, ich habe mich auf das weibliche Stück fokussiert. Ich habe es von Anfang an als Schmalreh angesprochen, war mir da eigentlich auch sehr sicher. Ich habe aber dann trotzdem gewartet, bis ich einen Blick zwischen die Hinterläufe erhaschen konnte. Und das war nicht so einfach, weil ich das Stück die ganze Zeit immer nur von vorne gesehen habe. Ich habe mich dann tatsächlich für eine Schussabgabe entschieden, nachdem ich sicher ausschließen konnte, dass dort eine angesaugte Spinne vorhanden war. Und das seht ihr jetzt in den folgenden Bildern. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, die Kamera passend zu drehen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil in dem Moment war der Fokus für mich auf eine weitgerechte Erlegung. Und das Stück ist halt nach einer kurzen Todesflucht auch zur Strecke gekommen.
Ja, das war für mich diese Jagdsaison in diesem Jagdjahr ein ganz besonderes Erlebnis. Ein Knopfbock und ein Schmalreh auf dem gleichen Ansitz. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass das ohne diese beiden Geräte nicht möglich gewesen wäre. Aber ihr habt es in den Bildern gesehen, ich konnte natürlich schon früh mir einen Überblick verschaffen, wo sich Wild bewegt. Und man war da natürlich in gewisser Weise so gedanklich schon drauf vorbereitet. Vielleicht ein paar Gedanken nochmal zur Wärmebildoptik im jagdlichen Einsatz. Also die Handgeräte finde ich halt einfach unheimlich praktisch, um frühzeitig anwechselndes Wild erkennen zu können. Und das ist ein ganz großer Vorteil, den ich habe. Und auch hier mein Fernglas, um dann auch genauer und präzise ansprechen zu können. Kommen wir vielleicht mal zum Preis. Das fragt ihr euch vielleicht. Also im Online-Shop der Firma Alpenoptics bekommt ihr einmal das Laserentfernungsmesser-Fernglas für 1.199 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung. Und das Apex Thermal 35, es gibt also mehrere Modelle, da guckt ihr einfach auch mal nach. Das liegt im Moment, und jetzt muss ich einmal nachgucken, bei 1.599 Euro. Und das finde ich ist einfach für das, was das Gerät bietet, oder für was beide Geräte bieten, ein super Preis. Ja, und probiert das einfach mal aus. Wenn ihr auf der Messe seid, schaut euch da auch mal auf der Homepage um. Auf der Jagd und Hund war die Firma Alpenoptics vertreten. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, diese Geräte mal in Augenschein zu nehmen. Ich finde, mein Fazit, sehr brauchbare Geräte. Und wie gesagt, demnächst kommt auch noch mal ein ausführliches Testvideo hier auf diesem Kanal. Ich wünsche euch jetzt Weidmannsheil für den weiteren Verlauf der Jagdsaison. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.